Die Grünberger Gallushalle am Samstagabend mit 520 Zuhörern ausverkauft bis auf den letzten Platz. Olli Müller und seine Egerländer Schmankerln unterhielten das Publikum mit feinster Blasmusik. Mit Daheim im Egerland war der Abend überschrieben und alles, was das Egerland musikalisch ausmacht, wurde auch dargeboten. Dirigent Oliver Müller aus Göbeln-Roth präsentierte mit seinen Musikern Märsche, Polkas und Walzer. 3,5 Stunden lang durfte das Publikum beliebte Instrumental- und Gesangsstücke erleben, die die 19 Musiker mitreißend spielten. Klar, dass da die Zuhörer nicht lange still sitzen bleiben konnten und zu den Musikstücken mitklatschten und reichlich Applaus spendeten. Am Ende wurden Dirigent und Orchester erst nach 3 Zugaben von der Bühne gelassen. Eine Neuauflage des Konzerts soll es im kommenden Jahr geben. Dann sollen an 2 Abenden musikalische Schmankerl von der Eger serviert werden.